Hallo, ihr süßen Mäuse, ich bin Mario, 36 Jahre und ein waschechter Berliner. Ich bin Travestiekünstler und Entertainer. Aber das hier ist noch nicht alles. Ich kann noch ganz anders. Ich bin zur Travestie gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, sag ich immer. Ja, ich habe eigentlich einen normalen Beruf gelernt. Ich bin nämlich eigentlich Kommunikationsdesigner und habe nebenbei so angefangen, irgendwie Fummel zu tragen und bin so in die Clubs gegangen. Und seit 2008 mache ich das jetzt hauptberuflich und verdiene damit mein Geld. Also natürlich war es keine leichte Entscheidung zu sagen, hey, ich bin jetzt hauptberuflicher Travestiekünstler. Ich habe ja auch was gelernt und studiert und meine Eltern haben dafür auch ein bisschen Kohle bezahlt, weil ich an einer privaten Design-Uni war und so. Und die waren natürlich nicht so begeistert am Anfang. Von daher, es war ein langer Weg. Ich glaube, ich war, bevor ich die Travestie entdeckt habe, relativ anstrengend für meine Freunde und kann jetzt so diese Aufmerksamkeit kanalisieren. Und als Drag Queen kannst du frecher sein, du kannst direkter sein, du kannst auch mal Sachen sagen, die du dich sonst nicht trauen würdest. Und ich würde es im echten Leben mich das nicht trauen zu sagen. Und das ist ganz toll. Und natürlich geht es um Styling, es geht um Klamotten, es geht um Make-up. Und das ist was, was man als Mann nicht ausleben kann. Das geht nur als Drag Queen und das ist ganz toll und ich möchte nie wieder tauschen. Das schönste Kompliment, wenn Leute sagen, ich musste lachen bei dem, was du gemacht hast. So, das ist auch das, was ich gerne möchte. Ich möchte Menschen zum Lachen bringen und auch wenn die in meine Late-Night-Show kommen und ich sehe, dass die Leute sich einfach unterhalten fühlen von mir, das gibt mir so viel und natürlich der Applaus am Ende und das macht süchtig. Was den Zuschauer erwartet, ist natürlich ein Einblick in das glamouröse Glitzerleben eines Travestiekünstlers. Wir werden uns zusammen aufdressen, zusammen schminken, die falschen Brüste und den falschen Arsch anschnallen und schöne Pailletten von mir rausholen. Wir werden zusammen Schminke kaufen gehen und alles, was man so machen muss, bevor man in die Nacht rausgeht. Und ich habe noch eine Überraschung für euch. Aber das werde ich noch nicht verraten. Es geht um, ich sag mal, ein Outfit. Aber mehr sage ich noch nicht. Es gibt ja kein Kamerateam bei diesem Projekt, was mich filmt, sondern ich bin das Kamerateam. Und das ist halt irgendwie so mit Snapchat, dass du halt wirklich mega dran bist. Und das ist ja auch das Ding bei Social Media, dass man halt wirklich so ganz, ganz dicht an Künstlern dran sein kann. Irgendwie weiblich, auf jeden Fall sehr schön und ein bisschen lustig, Jurassica Parker. Wollt ihr die Welt einmal durch meine Augen sehen, dann folgt mir einen ganzen Tag lang auf Snapchat. Wird geil.